Herzlich willkommen bei Brettenmundos Asthma Physik Astro TV. Bevor wir mit einem neuen Thema anfangen, das ein Projekt wird, werde ich nämlich heute, wie ich es euch im letzten Video angekündigt habe, euch zeigen, wie man mit Hilfe von Stellarium, damit zeige ich euch das ja, den Stern Capella am Winternachthimmel finden kann. Ich habe ja im letzten Video ja gesagt, dass Capella ein zirkumpolarer Stern ist, also von Mitteleuropa aus ist Capella zirkumpolar. Das gilt aber auch für alle anderen Standorte auf dieser Welt, die so in etwa unsere geografische Breite haben. Und da habe ich nämlich gesagt, dass man, wenn man Capella finden muss, den Stern bevor man kennen sollte, oder man kann auch das Wintersechseck als Orientierungspunkt nehmen, wenn man da die einzelnen Sterne kennt. Aber es gibt auch noch einen anderen Weg, wie man Capella relativ leicht am Winternachthimmel finden kann. Wir haben jetzt das Sternbild. Jetzt haben wir den 2. Januar 2020, das ist egal. War am 2. Januar, egal in welchem Jahr, sieht der Sternhimmel immer nahezu gleich aus. Das Einzige, was sich da halt sich verändert, sind halt die Planeten. Nur das ist ja uninteressant. Und jetzt wird man nämlich Capella suchen. Hier ist das Wintersternbild Orion. Wir machen besser 20:43 Uhr, weil das steht auch der Orion relativ weit nach oben. Hier haben wir das Sternbild Orion. Hier haben wir Aldebaran. Hier sind die Plejaden. Und quasi in der Nähe von den Plejaden, nicht mal weit entfernt, ein kleines Stückchen nach oben schauen, findet man unseren schönen Capella. Also wenn man einen knallgelben Stern dann sieht, dann weiß man, dass man Capella gefunden hat. Capella steht im Winter, besonders im Januar, am Nachthimmel nahe am Zenit. Das sieht man ja nämlich hier. 84 Grad Höhenwinkel ist schon fast im Zenit. Und ich habe nämlich vorhin auch gesagt, dass Capella von Mitteleuropa aus, das gilt auch für alle anderen Standorte auf dieser Welt, die so in etwa unsere geografische Breite haben, zirkumpolar ist. Das heißt, Capella geht nicht unter. Und das werden wir nämlich gleich auch sehen. Jetzt würde man denken, dass Capella untergeht, aber gleich wird man nämlich sehen, dass Capella seinen tiefsten Punkt über den Horizont hat. 12 Grad Höhenwinkel, 11 Grad Höhenwinkel, 10 Grad Höhenwinkel, 9, 8, 7 und weiter tiefer geht's nicht. Capella geht wieder nach oben. Und bis am Abend dann steht Capella wieder relativ weit oben, am Zenit fast im Winter. Aber jetzt kommt die große Frage: Wenn ich ja schon sage, dass Capella zirkumpolar ist, von Mitteleuropa aus, nicht untergeht, warum kann man dann Capella im Sommer nicht sehen? Ja, das Problem besteht darin, dass im Sommer der Sternhimmel anders aussieht als im Winter. Und dann werden ja quasi die Sterne, die man im Winter tags, indem man Quatsch, den man im Winter nachts sehr gut sehen kann, die wird dann quasi im Sommer tagsüber gut zu sehen, nur dass man sie halt durch die Sonne nicht beobachten kann, weil die Sonne ja den gesamten Sternhimmel ja überstrahlt. Und jetzt machen wir dieses Sommerspiel mal. Im Sommer. Jetzt haben wir den 3. Juli. Capella steht mittags um 2. Bin ich jetzt so? Mensch, kann nicht wahr sein. Genau, 16:40 Uhr. Capella steht relativ weit oben. Weil das ist Capella hier. Und durch die Sonne kann man Capella nicht sehen. Aber nachts, wenn Capella fast seinen tiefsten Punkt erreicht, würde man dann theoretisch Capella sehen können, weil dabei im Sommer erreicht Capella nachts den tiefsten Punkt. Da könnte man Capella vielleicht sehen, aber bei so einem niedrigen Höhenwinkel ist es sehr, sehr schwierig für die ganzen Häuser und alles. Da kann man nicht so tief am Horizont schauen. Und bevor dann Capella wieder halbwegs sichtbar wird, naja, jetzt früh um 3 könnte man Capella auch im Sommer irgendwie beobachten, aber kurz danach auch nicht mehr, weil da ja schon die Sonne aufgeht, weil die Sonne geht da im Sommer ja schon früh um 5 auf. So. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, wie man Capella finden kann. Lasst gerne ein Like da.
Abonniert meinen Kanal und ich freue mich schon, wenn ich euch beim nächsten Mal euch wieder ein Video präsentieren werde. Bis dahin, ciao.